Während das Tagesgeschäft im Thüringer Landtag bei der jüngsten Sitzung im Parksaal des Steigerwaldstadions in Erfurt völlig normal und ohne großen Aufreger ablief, sorgte ein Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel in den Pausen für ausreichend Gesprächsstoff. Und das nicht nur unter den Abgeordneten. Der Spiegel hatte berichtet, dass der Termin der Neuwahl des Thüringer Landtags im September wackeln würde. Hintergrund der Berichterstattung dürfte ein Brief gewesen sein, den die ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Fiedler und Peter Häfner an die Abgeordneten der aktuellen CDU-Fraktion verschickt hatten. Darin plädierten die Altpolitiker für eine Verschiebung der Landtagswahl. Der Weg zu genau dieser soll im Juli freigemacht werden. Dementsprechend alarmiert zeigten sich Vertreter der rot-rot-grünen Minderheitsregierung, wie auch der SPD-Fraktionschef im Thüringer Landtag, Matthias Hay, im Gespräch mit dem Gothaer Lokalfernsehen Oskar am Freitag TV bestätigte. Wir brauchten nicht unbedingt den Spiegel und die Reportage dazu. Es gibt seit einigen Wochen da ziemlich viel Bewegung und Aufregung. Es ist dem Vernehmen nach so, dass es einige Abgeordnete in der CDU-Fraktion gibt, die nicht einsehen, dass am 26. September auch in Thüringen nicht nur die Bundes-, sondern auch die Landtagswahl stattfinden soll. Und jetzt ist es an der CDU, sich zu erklären, ob sie denn noch zu dieser Vereinbarung steht. Dies klar, am 19. Juli, das ist der genau verfassungsrechtlich gebotene Tag, weil dann 70 Tage bis zur Neuwahl sind, muss der Landtag Neuwahlen beschließen. Und wir gehen mal davon aus, dass die CDU noch zu ihrem Wort steht, aber ich bin sehr gespannt. Völlig entspannt gab sich dagegen Dr. Mario Vogt, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag und Spitzenkandidat seiner Partei im anstehenden Wahlkampf. Er sagt, die CDU steht zu ihrem Wort. Na, die CDU steht zu dem, was sie zugesagt hat. Das haben wir im letzten Jahr an so vielen Stellen bei Haushaltsberatungen, bei inhaltlichen Anträgen gezeigt. Und das, was wir sagen, tun wir. Und insofern, glaube ich, gibt es da keinen Grund zur Sorge. Und das andere ist auch, die Thüringerinnen und Thüringer erwarten Neuwahlen. Sie haben genug von der rot-rot-grünen Landesregierung. Und genau aus diesem Grund, denke ich, muss es um Neuwahlen gehen. Das haben wir zugesagt und dazu stehen wir. Eine Aussage, die Matthias Hay wiederum gerne hört. Dennoch will er sich allein auf eine mündliche Zusage nicht verlassen. Nein, aber bei uns gibt es eine klare Maßgabe. Wenn nicht klar ist, dass 2/3 der Abgeordneten in dieses neue Unterfangen Neuwahl reingehen, wenn wir also nicht 2/3 der Unterschriften haben, dann müssen wir das neu bewerten. Denn dann ist es ja einigen Abgeordneten der CDU nicht möglich, ihre Hand zu heben. Und wir gehen nicht einfach in so ein Manöver rein und sind dann abhängig von Stimmen der AfD und der FDP. Also das wäre ja vollkommener Irrsinn. Fakt ist, die Auflösung des Thüringer Landtags ist im Juli geplant. Bis dahin, so scheint es aktuell, bleibt das Thema ein möglicher Aufreger. Ob die Wahl stattfindet oder nicht, scheint aus Sicht von Dr. Mario Vogt gar nicht offen zu sein. Dennoch ist die Diskussion noch lange nicht zu Ende.